Frau Kinkel, Sie haben das Wort. Also, Herr Lichert, Sie haben ja gerade ganz genau gezeigt, was die AfD immer für eine Strategie verfolgt, nämlich Grenzüberschreitung immer und immer wieder. Um dann so zu tun, als ob das ja überhaupt gar kein Problem wäre, als ob die Äußerungen ja überhaupt nicht problematisch wären. Und ich bin froh, dass wir das noch einmal im Ältestenrat aufrufen, weil so Äußerungen gehören nirgendwo hin und schon gar nicht in den Hessischen Landtag. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun den Fraktionsvorsitzenden René Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich denke, die Debatte sollten wir dann im Ältestenrat weiterführen. Aber jetzt würde ich gerne auch über das Thema Energiewende sprechen. Und Frau Kinkel, Sie haben gesagt, Sie wollen sich nicht zurücklehnen. Ich glaube, der Rest des Hessischen Landtags hat den Eindruck, Sie sind im Stuhl eingeschlafen und lehnen sich schon seit Jahren zurück. Das ist der Eindruck, den man bei Ihnen gewinnen kann. Und Sie stellen sich hier hin und sagen zur SPD, na ja, Sie machen hier zum Setzpunkt ja nur eine Anfrage. Ja, gestern hat die SPD ein Klimaschutzgesetz hier diskutiert und hat klare Vorschläge gemacht. Und wo ist denn Ihr Klimaschutzgesetz? Wo sind Ihre Initiativen? Seit 3 Jahren Fehlanzeige, sehr geehrte Kollegin. Und dann immer mit fremden Lorbeeren schmücken. Also, dass der Wirtschaftsminister, der Energieminister sagt, wir haben doch ein Klimaschutzgesetz, das hat nur Schwarz-Gelb damals gemacht, dem haben Sie wahrscheinlich nicht einmal zugestimmt, ich habe es jetzt im Protokoll nicht nachgeguckt, oder die 2%, die haben doch nicht Sie erfunden. Seit 11 Jahren kämpfen die Regionalversammlungen, um diese 2% hinzubekommen, da waren Sie noch gar nicht im Landtag. Da war der Tarek Al-Wazir noch gar nicht Minister. Da hat man schon versucht, diese 2% in Regionalversammlungen voranzubringen. Und ganz übrigens, in der Regionalversammlung, in der ich sitze, da waren die Grünen nicht tragende Kraft. Da haben die Grünen die 2% übrigens abgelehnt. Da hat die SPD und die CDU das durchgetragen und nicht Sie als Grüne. Also dieses Schmücken mit fremden Federn ist echt schon System bei Ihnen. Und ich mache jetzt nicht den Fehler des Kollegen Grüher, dass er hier zu lange über Formalien redet oder über die anderen, sondern ich komme direkt ganz schnell zu der Anfrage, um dann auch mal mich an diesen Ergebnissen dieser Anfrage abarbeiten zu dürfen. Weil das ist ja schon interessant, eine große Anfrage der SPD mit insgesamt 103 Fragen. Viele Dinge, die Sie erfragt haben, konnte man zwischendurch auch tatsächlich im Energiebericht der Landesregierung nachlesen. Aber wie das zustande kam, hat der Kollege Grüher hier ausgeführt. Warum Sie deshalb die Anfrage vorher nicht beantworten können, kann vielleicht der Minister hier dann noch einmal darlegen, warum das dann immer noch 3 Monate gedauert hat. Aber das ist manchmal wohl in der Landesregierung so. Da spielt ja Energie- und Klimapolitik nicht die erste Geige. Da kann auch schon mal was liegen bleiben in dem Bereich. Und dann dauert es halt ein paar Monate länger. Das ist ja, ist man ja gewohnt hier von der Landesregierung. Und das ist ja schon System. Wie ist denn der Stand der Energiewende? Also die Fragen, die sich jetzt hier stellen, die waren leider im Kern, lieber SPD, vor allem an der Windkraft orientiert. Und da geht es ja bei der Frage der stärkeren Einbindung oder der Reduzierung von CO2-Ausstoß geht es ja eigentlich um viel mehr als um ein paar Windräder. Also dass wir nicht über den Wärmesektor diskutieren, der die tatsächliche Herausforderung ist, der die Hälfte des Energiebedarfs benötigt, das ist schon mal, glaube ich, ein weißer Fleck oder ein blinder Fleck in dem Thema, dass Wasserstoff nur in einer Frage mit einem Wort vorkommt, können Sie sich natürlich vorstellen, Herr Krüger, dass mich das besonders ärgert. Da hätte man auf jeden Fall stärker nachhaken müssen. Auch das ganze Thema innovative Technologie, Technologieoffenheit, diese ganzen Themen spielen natürlich in der großen Anfrage der SPD leider keine Rolle. Also da kann vielleicht der Minister dann die Erfolgsmeldung noch mal ergänzen. Da haben wir jetzt hier nichts dazu gelesen. Auch im Bereich Netzausbau, der ja ganz zentral ist. Ohne Netzausbau funktioniert bei der Energiewende gar nichts. Da haben Sie sich jetzt auch nicht so darum gekümmert. Auch die Netze müssen nachgerüstet werden, modernisiert werden. Der Verkehrssektor ist unberührt. Da haben wir ja ein Riesenproblem in Hessen. Da tut sich ja im Verkehrssektor gar nichts, wenn man natürlich gegen synthetische Treibstoffe ist. Wenn man natürlich bei der Ausbau der Infrastruktur keine Lösungen findet, dann wundert das einen natürlich auch nicht, obwohl wir ja noch die 14 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß des Flughafens ja immer noch rausrechnen, ist das trotzdem eine ganz schwierige Situation. 55 Fragen, Herr Grüger, gehen um das Thema Windkraftausbau, also die Hälfte Ihrer Anfrage. Diese Fokussierung des Fragestellers ist natürlich aus unserer Sicht,
wie soll man sagen, völlig überzogen, bei gut 3% des Endenergieverbrauchs, der durch Windkraftanlagen in Hessen erzeugt wird, da einen Fokus zu legen und sagen, hier ist das Zentrum der Frage der Energiepolitik, gerade in Hessen. Da muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, Herr Krüger, dass Sie sich mal ein bisschen weiterentwickeln, dass Sie Ihren Steckenpferd gerne noch weiter entsprechend hegen dürfen. Das ist ja Ihr Thema. Ich habe ein anderes Thema. Aber dass man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, das hätte ich eigentlich dafür mir gewünscht, Herr Krüger. Ja, die Fragen sind aber nun so gestellt, wie sie gestellt sind. Und jetzt gehen wir mal auf die interessanten Antworten der Landesregierung ein. Das ist ja wirklich, das war wirklich schön. Jeder stolpert über die Frage 7. Ich glaube, da ist jeder drüber gestolpert, Kollege Krüger, weil man sich fragt sich natürlich, wenn wir über die Effizienz von dem Einsatz regenerativer Energien und vor allem diesem heiligen grünen Instrument der Windkraft nachdenkt, dann müsste doch die Landesregierung wirklich interessieren, was bringt das eigentlich? Wie viel CO2 sparen wir denn ein? Also die Frage war, der Ausstoß welcher Menge des Treibhausgases CO2 wurde im Jahr 2020 durch die Nutzung erneuerbarer Energien in Hessen vermieden? Ja, was haben wir für eine Antwort gekriegt? Wir kennen das ja hier oft beim Minister, zitiert immer nur irgendwelche selbstgemachten Umfragen oder irgendwelche Zahlen, die er sich zusammensucht. Aber die eigentliche Frage, wie es geht, nämlich den CO2-Ausstoß, das ist die zentrale Messgröße bei der Frage der Vermeidung von Klimawandel. Da kann die Landesregierung hier nichts liefern. Für das Jahr 2020 liegen keine Daten vor. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt keine Daten. Die letzten Daten sind aus 2014. Das heißt, die alte Landesregierung, Schwarz-Gelb, die hatten schon noch ein Interesse daran, mal zu sehen, was bringt das eigentlich, was wir tun. Und danach, als dann die Grünen 7 Jahre lang jetzt die Energiepolitik, 7 Jahre lang, ja, aber wir haben es doch beauftragt, du kriegst so 2014 nicht die Zahlen, wenn es seit 2013 beauftragt worden ist, lieber Kollege Schaus. Ja, also von daher würde ich jetzt mal sagen, man hat sich die Berichterstattung einfach gespart, weil es interessiert eigentlich gar nicht, wie wir und wo wir optimal CO2 einsparen. Das erleben wir ja hier immer wieder in den Diskussionen. An der Reduktion der CO2-Emissionen messen wir den Erfolg. Die Landesregierung hat keine Daten. Sie sammelt seit 2014 keine Daten. Ja, wie messen Sie denn eigentlich Ihren Erfolg, Herr Al-Wazir? Das muss man sich doch mal fragen. Wie messen Sie Ihren Erfolg? Ja, und dann kommt die zweite Frage. Leider ist die hier auch schon mal aufgerufen worden. Arbeitsplätze. Das war doch mal am Anfang der Debatte immer ein ganz wichtiges Argument, war die Frage der Wertschöpfung und der Arbeitsplätze bei der Frage der Energiewende. Eine richtige Frage von der SPD. Wir wollen doch mal wissen, was macht das denn die Wertschöpfung? Das war doch früher immer ein ganz starkes Argument der Grünen. Und auch hier, neuere Daten liegen einfach nicht vor. Sie wissen es einfach nicht. Es interessiert Sie aber auch scheinbar nicht, sonst würden Sie diese Zahlen auch einfach mal erheben. Nämlich, wie viele Jobs bringt die Energiewende eigentlich Hessen? Keine Information, keine Hochglanzbroschüre, in der eine Zahl steht, außer grünes Jobwunder. Ja, das wird einfach mal behauptet. Aber man weiß es einfach gar nicht. Der Landesregierung ist scheinbar egal, wie viel CO2 effektiv eingespart wird. Ihr ist egal, welche Wertschöpfung die Energiewende in Hessen bringt. Die Bilanz der grünen Minister ist hier nicht mal nur schlecht oder recht. Man kann es gar nicht nachprüfen. Und von daher muss man tatsächlich feststellen, dass Sie eine Energiewende im Blindflug betreiben. Und damit natürlich die wirtschaftlichen Grundlagen und auch die ökologischen Grundlagen in diesem Land gefährden. Und wenn ich jetzt, Herr Krüger, ich weiß ja gar nicht, Sie haben das ja gar nicht so richtig ausgeführt, wenn ich mir jetzt die Zahlen bei der Windkraft ansehe, die die Landesregierung hier präsentiert hat, da habe ich ja erwartet, dass der Kollege Krüger hier instantan einen roten Kopf kriegt und die Kordonnance verliert, weil das ist ja einfach nur eine Pannenbilanz, die Sie hier vorlegen können. Bei dem Thema, also im letzten Quartal eine Windkraftanlage, eine Windkraftanlage im ersten Quartal 2022, ein einziges Windrad ans Netz gegangen. Und den ganzen Tag höre ich, dass die Windenergie ja das Gas ersetzt, die Kohle ersetzt, das Öl ersetzt, alles ersetzt, was es gibt. Und das macht die Windenergie am besten morgen. Sie wissen genau, dass Sie wahrscheinlich 3.000 bis 4.000 Windkraftanlagen in Hessen errichten müssten, um hier allein nur den Strombedarf zu decken. 40 Terawatt.
40 Terawatt. Müssten Sie ja, dann müssten wir Speicher haben, dann müssten wir Netze haben, das müsste, der Wind müsste wehen, wenn wir das gerne hätten. All die Themen, das wissen Sie doch ganz genau. Wieso erzählen Sie das dann? Und dann, statt 4.000 Anlagen, haben Sie in einem Quartal eine errichtet. In dieser Legislaturperiode kommen Sie auf 41 Windkraftanlagen zusätzlich, weil es wurden ja auch wieder welche abgebaut. Wenn Sie, in 3 oder 4 Jahren 40 Anlagen errichten wollen, dann irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 errichten, dann müssten Sie ja, das dauert ja 100 Jahre. Sie müssen doch erkennen einfach, dass Sie mit der Art, die Sie Politik treiben, doch gar nicht an das Ziel kommen können, das Sie beschreiben. Und darum sollten Sie, sehr geehrte Damen und Herren, da doch mal versuchen, diesen Ansatz, den wir immer sagen, technologieoffen, innovativ orientiert, nicht einfach nur auf ein Thema fokussieren, das eine gewisse Rolle spielen kann, das ja auch eine gewisse Rolle spielt. Da müssen Sie sich doch ein Stück weit lösen. Und jetzt wissen Sie doch auch, dass über 500 Windkraftanlagen, die jetzt noch laufen, außerhalb der Vorranggebiete liegen, die ausgewiesen worden sind bei den 2% oder 1,9. Das bedeutet, wenn die ihre Genehmigung verlieren, werden die zurückgebaut. Es könnte Ihnen passieren, dass wenn Sie jetzt demnächst vielleicht hier gehen müssen, dass Sie eine Handvoll Windkraftanlagen nur netto mehr gebaut haben. Natürlich sind die jetzt größer und haben mehr Megawatt. Das ist sicherlich ein Argument, das man hier reinführen kann. Aber die Gesamtzahl der Windkraftanlagen wird in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen in Hessen. Weil nämlich diese Anlagen... Herr Abgeordneter Rock, Sie machen gar keine Anstalten, zum Ende zu kommen. Das müssten Sie jetzt aber... Das ist auch sehr schade, dass ich zu Ende kommen muss, weil zur Energiewende lässt sich noch viel sagen. Aber ich sehe, da steht nicht mehr viel auf der Uhr, nämlich nichts mehr. Darum da will steht ich gar nichts mehr. Genau, darum will ich jetzt zum Ende kommen, Frau Präsidentin, da haben Sie natürlich recht. Man kann sich bei dem Thema relativ schnell in Rage reden, das ist dem Kollegen Krüger ja auch passiert. Man kann über wenig Leistung viel sprechen, das ist mir eben gelungen. Wir haben ja noch mal 5 Minuten in der zweiten Runde, da kann ich das ein oder andere Argument noch anbringen, Herr Minister. Und von daher freue ich mich jetzt mal, was die Landesregierung zu dieser Anfrage zu sagen hat, weil das ist, glaube ich, der spannende Teil, der noch vor uns liegt. Haben Sie denn was gelernt aus den Fragen der SPD? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Müller das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal Herr Kollege Krüger, ich finde es unfassbar, dass Sie sagen, CDU und FDP haben jetzt, anders als Sie, daraus gelernt, bei der fossilen Energieversorgung nicht auf Russland zu bauen. Ich finde das sowas von abseitig, in Anbetracht dessen, was Ihre Partei für eine Geschichte mit dem Wahnsinnigen in Moskau hinter und möglicherweise auch vor sich hat. Vielleicht sollten Sie mit Demut auf das hören, was Ihre Parteivorsitzende Esken vorgestern gesagt hat. Die gesagt hat, auch wir haben große Fehler gemacht und müssen daraus lernen. Ja, Sie sollten es einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ich finde es relativ unerträglich, so anzufangen. Ungeachtet dessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, beschäftigt uns in unterschiedlicher Art und Weise die Energiewende. Und deshalb ist diese große Anfrage ja gar nicht schlecht. Die Landesregierung kann deutlich machen, wo sie ihre Schwerpunkte gesetzt hat. Möglicherweise können wir dann darüber, Kollege Rock, diskutieren, möglicherweise kann man ja diskutieren, wo Sie Schwächen identifizieren, und man kann darum ringen, was der richtige Weg ist. Ich finde, das ist eigentlich einer solchen Frage von solcher Bedeutsamkeit auch angemessen. Und da kann man in klein-klein gehen oder nicht. Und wir können an manchen Dingen, und da müssen wir doch mal ganz realistisch sein, ich finde immer das sehr unredlich, wenn man darüber hinweggeht, dass einem Teil die hessische Landesregierung nur die Leitplanken liefern kann und der Rest wird vor Ort entschieden. Wenn Sie vorwerfen, lieber Herr Krüger, da werden ja keine Windräder mehr gebaut, dann empfehle ich wirklich mal mit Herrn Matjaske, Landrat im Odenwaldkreis, oder dem Landrat Stolz aus MKK in Klausur zu gehen und zu erläutern, wo Ihre Energieziele sind. Und dann können Sie ja vielleicht am Ende erleben, dass Ihre Energieziele deutlich abweichen von dem, was die Kollegen vor Ort sagen und fühlen und auch nach außen publizieren. Da ist dann die wesentliche Differenz in der Umsetzung. Und ich will gar nicht verleugnen, das trifft mit Ausnahme der Grünen, das sei zugestanden, uns alle.
weil wir vor Ort lokal andere Interessenlagen manchmal haben bei den Bürgerinnen und Bürgern, die eben eine andere Vorstellung von Windrad und dem, was damit verbunden ist, eigentlich verbinden. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger eben mitzunehmen auf diesem Weg. Und wenn wir Klageverfahren haben, können wir das ja hier bemängeln und wir können darüber jammern. Fakt ist, wir haben sie, wir leben in einem Rechtsstaat und dann müssen wir uns damit abfinden, dass die einmal dauern und zum anderen auch zu Entscheidungen führen, die wir nicht immer akzeptieren. Und deshalb hat die Kollegin Kinkel, wie ich finde, vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass wir uns bemühen, beispielsweise durch Verwaltungsvorschriften oder durch begleitende Maßnahmen diese Genehmigungsverfahren zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Trotzdem bleibt es dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns alle bemühen müssen, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und lieber Kollege Rock, ich bin ja durchaus auch bereit, auf Sie nicht nur zuzugehen, sondern zu verstehen, dass Ansätze ja nicht falsch sind, nur weil wir unterschiedlicher Betrachtungsebenen angehören, sondern wir müssen ja die Menschen mitnehmen. Und wenn Sie heute jemanden fragen, brauchen wir erneuerbare Energien, brauchen wir die Energiewende, werden Sie im Regelfall auf Menschen treffen, die Ihnen sagen, das brauchen wir. Und spätestens, wenn es um die Leitung vor der Haustür, um das Windrad vor der Haustür oder um eine sehr große PV-Fläche auf einem Feld geht, werden Sie vor Ort unterschiedliche Betrachtungen haben. Und das ist doch die Aufgabe von Politik, solche Konversionen, in denen wir uns gerade befinden, so zu führen, dass wir die Menschen mitnehmen. Und deshalb, lieber Kollege Krüger, finde ich das völlig daneben, zu sagen, die hessische Landesregierung ist daran schuld, dass in Hessen keine Windräder mehr gebaut werden. Mal abgesehen davon, dass diese Aussage für sich genommen, lieber Kollege Rock, Sie haben es ja auch gesagt, an sich kein Wert ist für sich und an sich, sondern die Frage ist, was kommt denn... Herr Kollege, kommen wir runter. Das wäre schön, weil Sie regen sich dann immer so leicht auf. Hilft Ihnen nicht, hilft mir nicht und im Zweifel gewinne ich, weil ich das Mikrofon habe. Macht doch gar keinen Sinn. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist doch nicht, welches Rad am letzten Ende sich dreht, sondern die Frage ist, wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstrom, an der Gesamtstromerzeugung und vor allen Dingen am Gesamtstromverbrauch. Und wir müssen doch eins mal hier auch diskutieren, und das wird immer von Ihnen allen verleugnet. Wir haben eine enorme, ich würde sagen außergewöhnliche Steigerung der Wirtschaftskraft in Hessen. Bei gleichzeitig, Herr Müller, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein, ja, überhaupt nicht. Bei gleichzeitig sinkende Anteile an nicht erneuerbaren Energiestrom. Und ich finde, das ist doch für sich genommen schon ein Erfolg, von dem wir ausgehen können und aus dem wir eigentlich alle miteinander stolz sein sollen und müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen doch darauf achten. Wir brauchen verlässliche Quellen. Das dürfte unstreitig sein. Wir brauchen aber auch bezahlbare Quellen. Das gilt für alle Formen der Energieversorgung. Und wir wissen, dass die Bezahlbarkeit ein Problem schlechthin ist, gerade in der aktuellen Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir brauchen die Sicherheit der Elektro- und der Stromversorgung. Und in diesem Dreiklang müssen wir versuchen, die Konversion der Energieversorgung in unserem Land und eben auch in Hessen zu erreichen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie fragen, wie hoch ist der Anteil, denn naja, Sie können es ja doch runterrechnen. Ne? Wir haben 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent in 21 in ganz Deutschland durch EEG-Maßnahmen eingespart. Und wenn Sie jetzt das Hessen-Ranking nehmen, wo wir in der Bundesrepublik stehen, können Sie es doch umrechnen. Da wissen Sie doch, steht übrigens im Monitoring-Bericht auch drin, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, weil Sie sagen, die Antwort ist nicht gegeben. Natürlich ist sie gegeben. Ja, im Dezember schon, wann auch immer. Natürlich ist sie gegeben und von daher haben wir das auch, glaube ich, dargestellt. Aber darauf kommt es auch nicht an. Entscheidend ist, dass es mehr wird, dass wir die Konversion vorantreiben und ich bleibe dabei, dass wir die Bürgerinnen und Bürger bei dieser Konversion mitnehmen. Und es bedeutet ja auch eine gewisse Gleichheit. Also, wir haben sehr viele Proteste in Südhessen. Ist so. Ja, ich habe ja gerade zwei Landräte genannt. Wir haben die Diskussion, wenn wir den Anteil am erneuerbaren Energienbereich im Wind nehmen und gehen nach Nordhessen, Kollege
Fraktionsvorsitzender der SPD ist ja jetzt nicht da. Er weiß es ja selbst aus seinem Landkreis, wo die Anteile von erneuerbaren Energien hoch sind, oder im Vogelsbergkreis, auch im Main-Kinzig-Kreis, darf man ja nicht ganz vergessen. Dann ist die Gewichtigkeit in unserem Land hoch unterschiedlich. Das auch wieder zu versöhnen und zusammenzubringen, ist doch eine Aufgabe, die uns alle in irgendeiner Form erfasst. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben natürlich auch in Hessen, sind wir nicht gleich, wir haben auch Probleme. Wir sind ein Binnenland, wir haben eigentlich wenig Bruttostromerzeugung, mit Ausnahme jetzt der Anteile erneuerbaren Energien. Wir liegen nicht am Meer, wo es relativ gesehen viel einfacher ist, sehr viel protestfreier im Verhältnis auch, darf man nicht vergessen. Wenn ein Windrad bei mir vor der Haustür gebaut wird, habe ich die Wählerinnen und Wähler vor Ort. Wenn es 40 Kilometer weiter im Offshore-Bereich ist, dann ist das eher in Grenzen. Und von daher, liebe Kollegin, wie bitte? Herr Kollege, natürlich weht der Wind, aber Sie sorgen ja jetzt in der Bundesregierung dafür, dass die Leitungen, die den Wind vom Norden in den Süden bringen, auch ganz schnell gebaut werden. Ich bin ganz gespannt, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern gerade in den hessischen Bereichen, wo es sehr umstritten ist, sagen werden. Ich finde, liebe Kollegin, wir sind doch ganz gut. Der Bund, Sie gerade in der neuen Ampelregierung haben ja beschlossen 2%. Ja. Was wollen wir denn? Können Sie doch eigentlich mal feststellen, wir sind doch vorbildhaft in Hessen. Und Sie haben es doch auch gerade formuliert, lieber Kollege Rock. Das ist festgelegt worden zu früheren Zeiten. Das ist doch in Ordnung. Also wir sollten da an der Stelle miteinander überlegen, was eint uns und nicht das, was trennt uns. Denn wenn uns Einigkeit an dieser Stelle wichtig ist, aus einem Grund, wir bekommen die Konversion nicht hin, wenn wir dieses Thema auf Dauer streitig fahren, weil wir die Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle eher von unserem Ziel, Konversion zu betreiben, trennen und, ich sage es mal, wegschieben, weil wir es sehr einfach machen, diese Diskussion an dieser Stelle einfach mit einem Aufprall der unterschiedlichen Meinungen zu lösen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich, ist das in Ordnung. Ich finde, wir machen das gut mit der Fläche. Ich will nur mal sagen, damit das auch klar ist, SPD regierte Rheinland-Pfalz 1,01% der Fläche, Mecklenburg-Vorpommern unter 1%. Die sind natürlich ein großes Land in großer Fläche, müssen wir uns auch nicht unterhalten. Und Niedersachsen so vorbildhaft, 1,1% der Fläche. Also insoweit, meine ich, ist Hessen vorn. Ich finde, die Anfrage ist gut beantwortet. Und lieber Kollege Krüger, nehmen Sie den Monitoringbericht dazu. Und dann ist es doch so, dass alles rund ist, das nicht arrogant, sondern inhaltsreich in diesem Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in Deutschland mit der Energiewende im Jahr 1999 begonnen. Ich bin jetzt hier für den Energiebereich in der Landesregierung zuständig seit 2014. Ich weiß nicht, wie oft wir hier in diesem Parlament über die Energiewende gesprochen haben und über das, was aus der Sicht von unterschiedlichen Gruppen gut, schlecht, in die richtige oder falsche Richtung läuft. Aber ich muss Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jedenfalls von Teilen der Debatte ein wenig enttäuscht, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf, weil wir sind am 24. Februar, wie Annalena Baerbock es gesagt hat, in einer neuen Welt aufgewacht. Und wenn selbst das nicht dazu führt, dass man mal was anderes erzählt als das, was man hier seit 2014 jedes Mal erzählt, dann weiß ich nicht mehr, was in der Welt passieren muss. Bevor der Hessische Landtag sozusagen an dieser Stelle mal über die Frage diskutiert, oder manche hier, Herr Rock, Sie haben sich ja jetzt gemeldet, genau Sie sind gemeint, dass man vielleicht mal die eigene Position überprüfen muss. Wenn Christian Lindner sagt, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien sind, dann müssen Sie sich überlegen, wozu Ihre Haltung vor Ort führt. Das ist dann nämlich ein Kampf, wenn ich das mal so hart im Sinne von Christian Lindner sagen darf, für Abhängigkeit von Russland und gegen die Freiheit. Und das ist dann Ihre Verantwortung. Damit müssen Sie leben, nicht ich. Und deswegen
ich sag das sehr ernsthaft. Sind wir wirklich hier bisher mit dieser Debatte diesen disruptiven Ereignissen, von deren Tragweite wir uns wirklich sagen, selbst diejenigen, die ja schon sehr lange daran arbeiten, sich unabhängiger von Russland zu machen, unabhängiger von fossilen Energien zu machen, sind wir dem eigentlich gerade wirklich gerecht geworden? Aber das kann sich ja jeder selbst fragen und sich die Frage dann auch beantworten. Wir haben einen rapiden Preisanstieg im Energiesektor. Der liegt nicht an den erneuerbaren Energien, im Gegenteil. Er liegt an der Angst, dass die fossilen Energien nicht mehr geliefert werden können. Wir müssen also unsere fatale Abhängigkeit von fossilen Energieträgern so schnell wie möglich beenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das müssten wir nicht nur aus Gründen der Versorgungssicherheit. Dazu würde der Klimawandel alleine schon reichen. Und das ist ja der Grund, warum wir schon so früh angefangen haben, genau am Ausbau der erneuerbaren Energien zu arbeiten. Und deswegen, Herr Kollege Rock, ich weiß gar nicht, ob Sie dazwischen gefragt haben, aber vielleicht bin ich ja altmodisch. Eigentlich steht in der Geschäftsordnung des Landtags, dass man sich nach der Landesregierung melden kann, um auf das zu sagen einzugehen, was die Landesregierung gesagt hat. Entschuldigung, aber Sie haben ja schon, als ich noch gar nichts gesagt habe, gesagt, dass es eine zweite Runde gibt. Also können Sie das dann ja, sagen. Es ist, ist okay. Also. So, und ich sage das sehr ausdrücklich, der Klimawandel ist nicht weg. Der ist nicht weg. Und ich will natürlich, Herr Lichert, dass Sie zu den Klimawandelleugnern gehören, das weiß ich. Herr Lichert, das weiß ich. Aber glauben Sie mir, ich habe Ihre Codes verstanden, die Sie hier gesagt haben. Ich habe sie verstanden. Sie haben hier gesagt, erstens folge dem Geld. Dann haben Sie hier gesagt, Dominanz schnöder Profitinteressen. Und dann haben Sie hier von der internationalen Hochfinanz gesprochen. Ich habe Ihre Codes verstanden, und Ihre ideologischen Freunde haben diese Codes auch verstanden, Herr Lichert. Und genau deswegen haben Sie sie ja auch gesagt. Wir haben sie verstanden, Herr Lichert. Und ja, früher hätten dann manche Fragen vom internationalen Finanzjudentum gesprochen. Wir haben Sie verstanden, Herr Lichert, was Sie sagen wollen. Wir haben Sie verstanden, und ich bin gespannt darauf, wie der Ältestenrat mit diesen Fragen umgehen wird. Mehr sage ich zu Ihnen jetzt nicht. Ich glaube, dass wir zweitens bei der Frage des Vorantreibens der Energiewende daran arbeiten müssen, dass wir uns von instabilen Lieferketten unabhängig machen. Und deswegen gehört die Energiewende zu den zentralen politischen Vorhaben der Landesregierung. Und wir setzen konsequent auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir setzen auf die Steigerung der Energieeffizienz in den Verbrauchssektoren Wärme, Strom und Verkehr. Und Sie wissen, dass die Bundesregierung angekündigt hat, im Entwurf jetzt auch schon vorgelegt, als Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktion, das sogenannte Osterpaket mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen, um die Energiewende in Deutschland wieder in Schwung zu bringen. Und sie muss wieder in Schwung gebracht werden. Und ich will das ausdrücklich sagen. Es ist gut, dass wir eine umfassende Novelle des EEG jetzt bekommen werden, die den Grundsatz, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt, gesetzlich verankert. Das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass das Ziel eines 80%-Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung im Jahr 2030 sowie die weitgehende Klimaneutralität des Energiesektors im Jahr 2035 festgeschrieben wird. Es ist gut, dass es ein Solarbeschleunigungspaket geben wird. Es ist gut, dass es ein Wind-an-Land-Gesetz geben wird. Und ich darf Sie auch mal daran erinnern. Ich meine, manchmal fragt man sich, solange ich mich erinnern kann, in den letzten 20 Jahren, haben wir bei jeder Energiedebatte über die EEG-Umlage geredet. Komischerweise wird das jetzt gar nicht mehr erwähnt. Die fällt zum 1. Juli komplett weg. Es hat niemand hier angesprochen.
Es hat niemand hier angesprochen, Herr Müller. Niemand hat es hier angesprochen. Zum 1. Juli fällt die EEG-Umlage komplett weg. Und das ist aus meiner Sicht bei der Frage, welcher Energiesektor hat welchen CO2-Ausstoß, auch ausdrücklich richtig. Weil wenn Sie inzwischen in die Nähe von 50% erneuerbarer Energien im Strombereich kommen, dann ist natürlich völlig klar, dass wir bei der Sektorkopplung, gerade wenn es um den CO2-Ausstoß geht, immer mehr elektrifizieren werden und dementsprechend auch klar ist, dass wir eher dafür sorgen müssen, dass es in Richtung Erleichterungen beim Strom gibt, gerade was die Kosten angeht, weil das auch im Übrigen angesichts der Kosten vielen Menschen helfen wird. Wir werden und deswegen will ich das auch noch einmal aus der hessischen Sicht sagen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren es erreicht, dass die hessische Stromerzeugung erstmals mehr als die Hälfte erneuerbare Stromerzeugung war. Wir sind in Hessen deutlich vorangekommen, haben in fünf, sechs Jahren, wenn man das mal von 2014 an betrachtet, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Ertrag verdoppelt. Und wir arbeiten jetzt daran, ihn mehr als zu verdoppeln, weil das am Ende unsere Unabhängigkeit auch bedeutet und dazu beiträgt, dass Energie auch bezahlbar bleibt. Und wir haben das in den letzten Jahren natürlich auch gegen viele Widerstände vor Ort gemacht. Das ist so. Wir haben viel kommuniziert. Wir haben auch viel Dialog angeboten. Aber es ist so, wenn Sie am Ende eine Situation haben, dass teilweise mit welchem Sachargument auch immer die Menschen nicht erreicht werden können. Ich will ausdrücklich sagen, nicht alle Menschen, sondern ein Teil der Menschen, eine sehr laute Minderheit, die dann teilweise so wahrgenommen wird, als sei sie die eigentliche Mehrheit, dann ist das auch ein Teil der Situation, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Aber ich will das ausdrücklich sagen, wir haben in Hessen als eines von 2 Bundesländern die 2% Vorrangfläche annähernd erreicht. Wir haben jetzt nach den Änderungen in Südhessen 1,9%. Wir sind damit eines von 2 Bundesländern, was das 2%-Ziel der Bundesregierung faktisch erreicht hat. Deswegen frage ich Sie an dieser Stelle, wo ist da eigentlich die Kritik und wie ist sie gerechtfertigt? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ja, jetzt müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass auf diesen Flächen Windenergieanlagen gebaut werden. Und ein Problem sind die langen Genehmigungsverfahren. Das ist so. Sie wissen, wir haben ja erst im Anfang Februar den Haushalt 22 beschlossen. Da sind noch einmal 10 zusätzliche Stellen für die Genehmigungsbehörden in den Regierungspräsidien drin. Das wird das weiter beschleunigen. Und ich darf Ihnen einmal die konkreten aktuellen Zahlen sagen. Wir haben im ersten Quartal 2022 32 Windenergieanlagen genehmigt. 32 mit einer Leistung von 176,5 Megawatt. Das ist fast so viel. Das ist fast so viel, was die Leistung angeht, wie alle Windenergieanlagen, die 2021 genehmigt worden sind. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht völlig klar, dass unser Ziel ist, und wir arbeiten daran, wir werden daran auch erfolgreich arbeiten, dass auf den Vorrangflächen dann auch Windenergieanlagen real entstehen, weil dafür sind sie am Ende ausgewiesen worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will einen letzten Punkt sagen, der mir wichtig ist. Wir haben im Kabinett in einer ersten Lesung die Novelle des Hessischen Energiegesetzes beschlossen. Das ist jetzt in die Verbände, in die Regierungsanhörung gegangen. Und ich kann Ihnen sagen, was da drin steht. Wir wollen bei der Novellierung des Hessischen Energiegesetzes erstens dafür sorgen, als Zielbestimmung, das steht da drin, dass Hessen bis 2045 klimaneutral werden soll. Das heißt, die Zielbestimmung, bis dahin den Strom- und Wärmebedarf ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Wir verankern dazu auch im Hessischen Energiegesetz, das ist das Ziel, analog zur Novelle des EEG, dass die dafür notwendigen Anlagen im öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Das ist natürlich bei der Frage von Abwägungsentscheidungen von Relevanz. Wir haben uns dafür entschieden, eine Photovoltaikpflicht für landeseigene Neu- und Bestandsbauten
zu machen. Kollegin Kinkel hat angesprochen, dass auf Bundesebene bei der Frage der Gebäude ja Ähnliches geplant ist. Auch da ist klar, wir wollen, dass in Zukunft auf den Dächern Photovoltaikanlagen sind, sodass wir grundsätzlich für neue Kraftfahrzeugparkplätze mit mehr als 50 Stellplätzen eine PV-Pflicht einführen. Wir müssen alle verfügbaren Potenziale nutzen. Und deswegen sind das Punkte, die in diesem Bereich drinstehen. Wir wollen zusätzlich höhere Förderungen für Gebäudemaßnahmen anbieten, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Sie wissen, dass auch auf Bundesebene über die gesetzlichen Mindestanforderungen für Neubauten diskutiert wird. Wir wollen also hocheffiziente energetische Standards besonders honorieren, auch was unsere landeseigenen Gebäude angeht im Neubau. Und wir wollen, dass zukünftig Kommunen ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Pflicht zu einer kommunalen Wärmeplanung haben, damit wir unter anderem beispielsweise Abwärme von Rechenzentren, um jetzt mal Frankfurt sich zu betrachten, und Wärmebedarf im Heizungsbereich besser zueinander bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, übrigens, diese Kommunen ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner decken 50% der hessischen Bevölkerung ab. Und wir wollen natürlich dann auch einen finanziellen Ausgleich für diese Gemeinden vorsehen. Sie sehen, vieles von dem, was heute auf Bundesebene diskutiert wird, das haben wir in Hessen im Rahmen der Möglichkeiten eines Landes bereits in den letzten Jahren gemacht und Wege zur Umsetzung aufgezeigt. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Ein allerletzter Punkt, dann bin ich fertig, Frau Präsidentin. Die Frage des CO2-Ausstoßes. Also zuallererst einmal, Herr Rock, Sie wissen es ja besser, und Sie erzählen es immer wieder. Aber ich sage Ihnen einfach einmal, wie wir dastehen in Hessen. Das ist übrigens einfach. Da brauchen Sie keine große Anfrage. Da brauchen Sie auch keinen Monitoringbericht der Landesregierung. Da reicht googeln Bundesländer CO2-Ausstoß pro Einwohner. Wir haben in Deutschland 8 Tonnen CO2-Ausstoß pro Einwohner im Jahr 2019 gehabt. Das sind die letzten Zahlen, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Im Durchschnitt 8 Tonnen CO2-Ausstoß pro Einwohner bei sozusagen allem, was Produktion, Energieerzeugung, Mobilität usw. so hervorrufen, auch Wärmebedarf. Die drei schlechtesten Länder sind Brandenburg, das Saarland und Bremen. Das hat sehr viel mit Kohlekraftwerken dort zu tun. Also sehr konkret, Brandenburg 22,6, Saarland 21,8, Bremen 17,2 Tonnen CO2 pro Einwohner. Die besten drei sind Hessen, Thüringen und Berlin. Hessen 5,4, Thüringen 4,9, Berlin 4 Tonnen pro Einwohner. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir in Hessen die erneuerbaren Energien ausbauen, es teilweise das Problem gibt, da wir ja einen relativ hohen Importanteil noch haben aus NRW, dass wir dann dafür sorgen, dass sozusagen der CO2-Ausstoß in Nordrhein-Westfalen sinkt. Aber da ja das Klima, sagen, das höre ich ja auch oft übrigens zu Recht, ein globales Phänomen ist, kann ich Ihnen sagen, es ist trotzdem gut fürs Klima, wenn wir in Hessen die erneuerbaren Energien ausbauen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Für eine Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Lambrou zu Wort gemeldet. 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Die grüne Abgeordnete Frau Kinkel hat dem Kollegen von mir, Andreas Lichert, direkt und indirekt Antisemitismus in seiner Rede vorgeworfen. Herr Abgeordneter Lambrou, das geht jetzt nicht. Sie müssten die Kurzintervention sich beziehen auf den, Minister Al-Wazir. Darf ich vielleicht ausführen? Ja, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie sich auf ihn beziehen müssen. Das ist mir durchaus klar. Und in der Folge davon hat auch Minister Al-Wazir ins selbe Horn gestoßen und dem Kollegen Lichert Antisemitismus in seiner Rede vorgeworfen. Ich habe mir den Begriff mal angeschaut. Laut Wikipedia hat dieser Begriff
durchaus eine Verwendung, die aus dem Marxismus und Nationalsozialismus kommt, auch im Kontext des Antisemitismus. Aber Wikipedia stellt eindeutig fest, unter dem Kapitel Journalismus in der Gegenwart seit der Finanzkrise ab 2007 ist der Begriff ein gängiges Schlagwort in den Medien, ohne dass damit eine bestimmte politische Aussage verbunden ist. Und wenn Sie den Begriff internationale Hochfinanz mal googeln, dann finden Sie Verwendung, und zwar in völlig, völlig nicht antisemitischen Zusammenhängen in unterschiedlichen Publikationen, zum Beispiel im Spiegel. Da geht es um eine Folge, wo Robert Saviano in Bezug auf den Kampf gegen die Mafia zitiert wird. Und es gibt zum Beispiel auch einen Artikel aus dem Tagesspiegel. Da geht es um Moorhuhnjagd in Schottland. Und da, Zitat, heißt es, denn der Glorious Twess zieht Aristokratie und internationale Hochfinanz an. Hedgefondsmanager hoffen durch einen erfolgreichen Abschuss und so weiter. Ich weise auf Entschiedenste zurück, was Sie hier machen. Sie versuchen uns den Mund zu verbieten. Wir lassen uns von Ihnen den Mund nicht verbieten. Wir sind hier reingewählt worden, um konservative Politik zu machen. Sie eröffnen einen Nebenkriegsschauplatz. Andreas Lichert hat viele interessante, für Sie unangenehme Argumente gebracht bei dem ganzen Thema, um das es hier eigentlich ging. Und das wollten Sie gar nicht beantworten. Sie gehen auf Nebenkriegsschauplätze. Das empfinde ich als billig und den Vorwurf als schäbig. Ich weise Ihnen hiermit im Namen der AfD-Fraktion entschieden zurück. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie wollen Sie erwidern? 2 Minuten. Da gibt es aber keinen Rekord. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Lambrou, so naiv sind Sie doch nicht. So naiv sind Sie doch nicht. Also, ich habe nur zugehört und habe wiedergegeben, was der Abgeordnete Lichert hier gesagt hat. Schnöde Profitinteressen, Dominanz schnöder Profitinteressen, Folge dem Geld, internationale Hochfinanz. Entschuldigung, ich habe nur gesagt, ich verstehe Ihre Codes. Und Ihr ideologisches Gefolge versteht diese Codes auch. Deswegen bedienen Sie ja genau diese Codes. Und ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Lambrou, wir haben Sie ertappt. Wir haben es verstanden und getroffene Hunde bellen. Zur Geschäftsordnung. Herr Lambrou, drücken Sie mal. Die AfD-Fraktion beantragt die Einberufung des Ältestenrates jetzt. Gut, die Einberufung des Ältestenrats ist beantragt. Dann machen wir das und unterbrechen jetzt die Sitzung und treffen uns wo? Das klären wir gleich. In 501a.